Willkommen zu Biotechnologie TV, dem Wissensmagazin von biotechnologie.de. In dieser Sendung haben wir folgende Themen. Wie Bakterien Krankheitserreger aus dem Magen befördern. Wo es Fachartikel kostenlos im Netz zum Lesen gibt. Wie Biologen von einer hohen Rechnerleistung profitieren. Sie kommen auf Obst vor, auf Gemüse, in Milchprodukten, aber auch bei uns Menschen auf der Haut oder im Darm. Die Rede ist von Milchsäurebakterien. Dass diese winzigen Mikroorganismen gesund sind, ist schon seit mehr als 100 Jahren bekannt. Berliner Forscher wollen sie jetzt gezielt im Kampf gegen Magenkrebs einsetzen. Im Kühlschrank der Berliner Biotech-Firma OrganoBalance lagert ein wertvoller Schatz. Tausende unterschiedliche Stämme von Milchsäurebakterien oder Lactobacillen, wie die Forscher sagen. Sie alle haben ganz unterschiedliche Eigenschaften. Manche sind für den Menschen gesundheitsfördernd. Und genau diese zu finden und zu nutzen, das haben sich die Wissenschaftler um Christine Lang zur Aufgabe gemacht. Zum Beispiel beim Kampf gegen das Magenbakterium Helicobacter pylori. Helicobacter ist bei ungefähr der Hälfte der Weltbevölkerung im Magen vorhanden. Ist an sich also kein wirklich gefährlicher Keim. Aber bei empfindlichen Magen führt er zu Gastritis und im Extremfall führt er auch zu Magenkrebs. Das heißt also, es ist ein Krebserreger, es ist ein pathogenes Bakterium und man möchte ihn mindestens bei Gastritis-Patienten und bei Magenkrebspatienten aus dem Magen entfernen. Da auch die Milchsäurebakterien aus der Stammsammlung von OrganoBalance im Magen vorkommen, lag die Frage nahe. Warum nicht einfach jene finden, die Helicobacter auf natürliche Weise schachmatt setzen? Dafür sind die Forscher ganz systematisch vorgegangen und haben jeden einzelnen ihrer 1000 Stämme auf ihre Wirkung hin untersucht. Mit Erfolg. Wir haben Lactobacillus-Stämme gefunden, die das Bakterium Helicobacter erkennen, an ihrer Oberfläche erkennen, das fest anbinden, zum Knäuel formen. Und die Folge davon ist, dass Helicobacter nicht mehr im Magen sich festsetzt, sondern aus dem Magen ausgespült wird. Diese Wirkungsweise konnten die Forscher im Labor prüfen. Sogar mit eigenen Augen lassen sich die winzigen Klümpchen sehen, die entstehen, wenn diese speziellen Milchsäurebakterien auf Helicobacter treffen. Gemeinsam mit dem Schweizer Konzern Lonza wollen die Berliner ihre Lactobacillen nun im großen Maßstab züchten und dann zu Pulver trocknen. Dieses Anti-Helicobacter-Produkt kann in Lebensmitteln eingesetzt werden und kann dann zum Beispiel in einem Joghurt für die Vorbeugung gegen Helicobacter-verbundene Krankheiten oder Gastritis verwendet werden. Oder es kann in Tabletten gepresst weiterverwendet werden und später als eine biologische, wirklich sinnvolle und wirkungsvolle Therapie, sanfte Therapie, dem Patienten zur Verfügung gestellt werden. Die Tablette für das gesunde Gleichgewicht im Magen. Sie könnte also bald Wirklichkeit werden. Mit dem Projekt wiefabio.de will die Bibliothek der Frankfurter Goethe-Universität Fachwissen für Biologen im Internet verfügbar machen. Der virtuelle Katalog bietet dabei eine Suchmaske, die auch Quellen anderer Universitäten anzapft. Unsere Auslese. wiefabio lautet der Kurzname der virtuellen Fachbibliothek für Biologie. Das Portal will Biologen einen schnellen Zugang zur Literatur und zu biologischer Fachinformation bieten. Über den virtuellen Katalog lassen sich dabei Datenbanken, Zeitschriften und Internetquellen durchsuchen. wiefabio leitet dann auf die entsprechende Originalquelle weiter. Als Recherchetool ist wiefabio.de sicherlich auch für Biologiestudenten interessant, da viele Inhalte frei zur Verfügung stehen und den ein oder anderen Gang zur Bibliothek ersparen. Mit Supercomputern haben Biologen normalerweise wenig zu tun. Am Forschungszentrum Jülich ist das anders. Hier setzen Forscher diese geballte Rechenleistung für ihre Projekte ein. Mit Technik kennen sich die Jülicher Forscher um Olaf Zimmermann aus. Ihre Arbeitsgeräte haben sogar eine eigene Halle im Forschungszentrum. Schon einer dieser Supercomputer kann so viele Rechenoperationen durchführen wie 25.000 einzelne PCs zusammen. Mit dieser Leistung wollen die Forscher komplexe biologische Prozesse, die sonst im Labor stattfinden, virtuell nachstellen. Wir versuchen, das, was man im Experiment sieht, auf einer anderen Ebene nachzuvollziehen
und damit eben zu erklären, wie ein biologischer Effekt, den wir sehen können, zustande kommt. Die Forscher beschäftigen sich zum Beispiel mit der Faltung von Eiweißen. Diese Moleküle sind erst dann aktiv, wenn sie in einer ganz bestimmten dreidimensionalen Form vorliegen. Mithilfe der Supercomputer können die Forscher Teile dieses hochkomplexen Faltungsprozesses, die über längere Zeiten ablaufen, verkürzt am Rechner darstellen. Ein normaler PC würde dafür Jahrzehnte brauchen. Das war's auch schon wieder von Biotechnologie TV. Wenn Sie mehr über gesundheitsfördernde Bakterien und die Arbeiten der Berliner Forscherin Christine Lang wissen wollen, dann schauen Sie einfach auf biotechnologie.de vorbei. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.